Ich finde, es ist eine sehr interessante Person an der Grenze zwischen zwei Zeitaltern. Und sie bewegt sich in einem Umfeld von Menschen, die stark davon geprägt sind, dass diese Zeitenwende sie eigentlich überfordert. Und sie in diesem Milieu entwickelt sie eine ganz eigene Stimme. Und sie hat ja ein Werk hinterlassen, das zwar schmal ist, aber sehr speziell und intensiv und was bisher in Deutschland unbekannt war, weil es nicht übersetzt war. Und ich fand, das sollte man doch der deutschen Öffentlichkeit mal zugänglich machen.